Hey, ja, hier ist der Snuppe. Willkommen zurück zu Creed, zur Fortsetzung. Die Spitz und zum nächsten Level. Beim letzten Mal haben wir uns durch die Stadt der Toten gekämpft, haben uns dort gegen Gegner zur Wehr gesetzt und Meteoritenschauer, haben am Ende die Zitadelle betreten und sind hier angekommen, um weiterzumachen. Also los geht's. Endlich bist du in der Zitadelle. Finde den Großmeister der Legion, der an einem der zahlreichen Räume wohnt. Es geht das Gerücht um, dass es in der Zitadelle eine geheime Etage gibt. Sieht ganz so aus, als sei das der Ort, an dem du Rumi findest. Tja, so sieht's aus. Den suchen wir. Ah, wir sind hier angekommen unten. Ist hier was? Okay. Da war mir mal einer. Hier habe ich was gesehen. Eine Rüstung und okay. Gut. So. Wir können natürlich auch die nehmen. Da habe ich ein bisschen Munition. So, mal schauen. Achso, wir kommen gar nicht weiter, okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ach guck, gibt es einen anderen Weg? Die Frage. Haben wir noch nicht alles durchsucht hier, ne? Da gibt es ja irgendwo einen anderen Zugang, andere Tür. Mal gucken. Da könnte was sein, zum Beispiel. Ja, da könnte was sein. Ach, wie alt ist die Waffe? Na, komm her. Gehen wir hier lang, gucken, was wir hier haben. Oh, hier. Oh, hier geht's raus. Coole Sache. Aha. Auch ein Weg da draußen. Okay. Okay. Damit eine Tür auf, da habe ich hab zugemacht, ich weiß. Mal gucken, was für eine Tür überhaupt war, ne? Das ist die wichtige Frage. Mal die nehmen. Da haben wir wieder Munition. So. Okay. Getroffen, der Idiot. So. Access to reactor block denied. Use code panel. Access to reactor block denied. Okay. Das ist diese Tür, die man damit öffnen kann. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Und dann ist das ziemlich linear, das Ganze. Wer hätte das gedacht? Hab ich beim letzten Mal schon mal gesagt, kommt mir ein bisschen so vor, als wäre es mittlerweile ein bisschen linearer geworden, das Spiel. Was ist das? Die Waffe ist geil, mal so eben. So, jetzt hier gemacht.
Wie, die sind jetzt aktiv, oder was? Hier geht's runter, ah ja. Reaktor 1 ist aus. Was man immer das heißen mag. So. Okay, kann man gleich da rüber oder was? Achso, ne, das ist jetzt aktiv, dann kann ich entsprechend hier drauf. Okay. So. Ah, da komme ich noch nie drauf, ne, auf den Reaktor. Ich muss vielleicht hier dran drücken. Ah ja, jetzt kann ich da auf dem drauf, um dort zu dieser Tür zu kommen. Alles klar. Vielleicht komme ich nur auf den nicht mehr drauf, logischerweise, weil der jetzt unter Strom ist. Das heißt, wenn ich da hochfahre, bin ich eigentlich tot oder so. Vermute ich mal, dass das sowas auch sein könnte. Aber der ist jetzt deaktiviert, deswegen kommen wir jetzt hier entsprechend hoch. Können wir entsprechend durch den Raum durch. So. Dankeschön. Kann ich hier was umschalten? Ne, kann ich nicht. Ich muss dann irgendwie zum anderen hochlaufen, damit ich wieder zurückkomme. Naja, wenn das so ist, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, ne? Willst du mich verarschen? Das ist wieder so gemein. Oh, zermatscht. Das sieht man ja ziemlich häufig. Hightech-Granate und Ampulle. Rüstung haben wir noch. Aber vom Schwierigkeitsgrad muss ich mittlerweile auch sagen, so schwer. Es war teilweise schwieriger. Okay, die Tür ist zu. Okay. Klar, beim Hauen die trotzdem mit Granaten um sich. Klar. Ja. Scheiße. Klar, manchmal passiert sowas mal, dass du mal nicht damit rechnest. Da passiert das auch mal, logischerweise, aber. Kann ich mal kurz. Ja. Kann ich nachladen? Kann ich holen? Die Munition. So. Okay. Dann die Treppen. Komm ich da rüber? Nur dort. Ich muss einmal hier runterlaufen, ne? Ach. Ich sehe sogar, wie er kommt, dass ich später wieder zurück muss, laufen muss. Ja, machen wir trotzdem mal so, wie es gedacht ist. So, jetzt geht's hier wieder hoch. Nein! Ach, ich hasse das. Man muss das so machen, weil sonst zu schnell ist. Das ist ganz schlimm. Okay, hier ist auch kein Schalter oder so, deswegen geht es jetzt hier rüber. Die Tür geht nicht. Okay. Die wird jetzt geöffnet. Ampullen habe ich. Andere Tür habe ich jetzt geöffnet.
Rüstung und was ist das? Feuerladungen. Okay, jetzt habe ich irgendeine andere Tür geöffnet. Ach so, ja, die am Anfang, ne? Die am Anfang, diese Tür müsste das sein. Die war jetzt am Anfang, da wo verschlossene Türen entstanden. Gut, das gibt es natürlich immer noch, ja. Aber das gibt bei anderen Spielen ja auch, ne? Von wegen, direkt zum Ende des Levels einmal hin und dann. So. Okay, müssen wir jetzt zur Reaktorabwehr. Sollen wir mal hier runterkommen? Warte mal, den kann ich nicht deaktivieren. Ich muss jetzt das wieder über Kreuz machen. Nicht passiert. Ja gut. Da bin ich um Prämie hoch. Ich muss da immer wieder hochkommen, damit ich dann da das Ding deaktivieren kann. Damit ich wieder den Reaktor abschalten kann. Damit ich dann wieder da entsprechend in die Richtung komme. Ja gut, das ist ein bisschen tricky, aber geht eigentlich, ne? Anspruchsvoll ist das nicht. Das ist ja kein Rätselspiel, das ist ja ein Shooter. Also soll es nur Shooting, also nur zum Shooting gehen. Jetzt ist entsprechend der deaktiviert und hier komme ich entsprechend nicht mehr hoch. Ich muss erst den nehmen. Wenn ich runterkomme, heile. So. Okay. Jetzt ist mit dem hier. Okay. So. Alle erledigt. Jetzt mal wieder zurücklaufen, den ganzen Weg. Das hasse ich dann trotzdem. Ich mag das trotzdem nicht. Davon abgesehen, aber naja. Hier komme ich, hier ist doch gar keine Tür, ne? Nee. Aber ich kann hier entsprechend weiter, ist natürlich kürzer als der andere Weg. So. Jetzt können wir hier, sind jetzt hier und können speichern mal ab. An der Stelle, weil jetzt geht's zu neuen Gebieten. So. Okay. Hier sind wir nach oben für uns. Meine Güte. Der Teleporter geht nach rechts, das heißt, wir wollen nach links erstmal. Da, wo wir nicht hin wollen, gehen wir natürlich zuerst hin. Oder hin sollen, besser gesagt. So, mal gucken, ob wir da hinkommen, weiter ist die Frage, ne? Ja, Rifle Range mal wieder. Oh. Hoppla, hier ist richtig viel Kram. Hightech-Granaten. Gut, nutzen wir nicht so häufig, aber weil man damit ewig ziehen kann. So, mehr brauche ich nicht, das ist total Quatsch. So. Guter Speicherpunkt, Flamme voll auch aufgeladen. Jetzt ist aufgeladen, ne? Jetzt aufgeladen. Ja, auch nur drei Magazine. Ja, ein bisschen komisch manchmal mit den Magazinen. Ja, hier bin ich zum Beispiel. Ja, gut, hier bin ich noch nicht so viel. Da habe ich nur zwei Magazine. Zusätzlich, hier habe ich gut 10 Magazine maximal. Bei der hier auch. Na gut, nee, bei der sind so 20, ne? Ja, ein bisschen mehr. 15. Da sind auch noch 2, das ist ganz komisch. Naja, gut. Ist halt so, wie es halt ist, ne? So. Okay. Das klingt nach irgendwas, was wir deaktiviert hätten. Irgendwas ist aktiviert da. 100% Kapazität. Ach du Scheiße!
Ich muss da noch rüber, ey. Das kann er, das findet der lustig. Na, das lass ich mal. Das lass ich lieber. Geht doch lieber den Teleporter. Vermutlich geht die Tür jetzt gar nicht auf. Ach, immerhin das geht's, ne? Ich glaub's ja nicht, ey. Ich muss doch da durch, ey. Oh Gott, wie soll das denn anstellen? Da werde ich doch zermatscht. Oh je, meine. Wo kommst du denn her? Okay. Okay. Kann ich irgendwie runterkommen, ist die Frage. Nee. Ich werde jetzt hier zermatscht. Ja, ich werde jetzt. Ich wurde jetzt hier zermatscht. Wie mache ich das? Die Frage. Wie kann ich das einstellen? Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, haben wir das wieder nicht gespielt. Na ja gut, ich hab gespeichert im Grunde. Ah. Tja. Okay. Wie mach ich das, ey? Wie das anstellen soll. Wie soll ich da runter? Wie soll ich da hinkommen? Ich glaube, ich kann da nicht hin, weil es zu tief ist. Ich kann aber nach oben gehen. Das heißt, ich nehme mal bei mal hier ab und springe mal darüber. Wenn ich im Ruhrin das machen könnte. Kann ich auch hier lang. Komm her. Da kann ich auch zu dem da hoch. Ach ne, wenn ich komme nach unten. Ah ja, okay, irgendwie hat das gar nicht. In der Mitte ist das dann, da ist der Zug da oben stärker. Ah ja, ich verstehe. Und an irgendeiner Seite fällt man runter oder sowas. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Ja, ich kann mir immer sehr gebissen werden hier. Der braucht ja ewig lange, bis er nachlädt. Ich hab einmal zu kurz nachzuladen, um dann was nix zu machen. Ja. Noch mehr? Na, wieder zu hoch. Nein, das ist ja auch ein bisschen tricky hier, das Ganze, ne? Ich krieg das eh nicht in sowas. Das ist. Da brauche ich ein bisschen mehr. So. Ich baue mal ab. Ja. Was war das denn? Na. Toll, komm ich hier nicht mehr, komm ich nie rein. Und jetzt bin ich wieder zu hoch. Jetzt bin ich wieder zu weit oben, ey. Das ist doch blöde. Blöd ist das. Ach Gott. Scheiß Rätsel. Da. Warum bin ich da zu hoch für? Thank you.
Also. Also, kann ich auch. So. Komm hier. Nix. Okay. Aber hier ist auch gar nichts. Wie jetzt ernsthaft? Die kommen hier wieder runter. Ja, kann ich jetzt irgendwie umdrehen, das ganze Ding. Wenn die Tür hier zu ist. Ach so, hier eine Luke. Ach so, ja, dann geht vielleicht bis Messer. Ja, am Rand kann ich ein bisschen weiter runterkommen. Ah ja. Okay. Mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Oh, das ist ein Nerven, ey. Was ist das? Jetzt wohl dieselbe Idee gehabt wie ich. So. 18. Tag des Winters. Test der experimentellen Waffe. Tanzender Schatten. Die letzte Ergänzung hat bestimmte Parameter um fast 33% verbessert. 18. Tag des Winters. Test der experimentellen Waffe. Tanzender Schatten. Heute wurde ein neues Schauexperiment geliefert. Es übertrifft alle unsere Erwartungen. Ich muss anmerken, dass wir noch nach wirksameren Einsatzmöglichkeiten für die Waffe suchen. Daher haben wir beschlossen, das Testprogramm weiterzuführen. Normaler Abschluss, 4 Positionen. Positionen 1 und 2, Startenergie, Generatoren. Kabinen 1 und 2. Position 3, Zielen. Kabine 3. Position 4, Feuer. Kabine 4. Kabine 4. Zweiter Energiegenerator an. Ja, warum nicht? Weil es ein Matsch ist. So, einen zweiten? Ich speichere mal ab an der Stelle und gehe nochmal zurück zu dieser anderen, zu dem anderen Kram, zu der, wo es halt noch so eine Möglichkeit gibt. Also. Okay. Nochmal das Ganze. Ah, nehmen wir eine andere Waffe. Nehmen wir die. Komm her. So. Wir wollen nach unten. Ist sowieso nichts mehr. Wir wollen nach oben. Komm her. Nein, das war nicht so gedacht. Aber hier am Rand kann man wieder runter. Können wir wieder runter. Können wir lange wieder hier reinglitten, hier reingleiten? Ja, super. Hier ist auch noch was zu holen. Dieser Lärm hört nie auf. Nicht für einen Moment. Bald zerreißt es mich. Es macht, dass ich schreie und gegen diese unerträglich glatten Wände springe. Ich glaube, langsam werde ich doch selbst zum Ventilator. Ich bin ein dröhnender Ventilator und kann einfach nicht aufhören. Die da oben hören mich nicht, egal wie laut ich schreie. Gestern habe ich noch einmal versucht, hier herauszukommen und wäre dabei fast draufgegangen. Der Luftstrom hat mich beinahe hinabgerissen. Wie lange bin ich schon hier? Ich kann die Tage nicht mehr auseinanderhalten. Ich höre eine gruselige, ekelerregende Stimme. Du denkst, du kommst hier raus? Im Leben nicht, du Schlaukopf. Spricht da der Tod? Oh Gott, der kann nicht mehr weg. Alter, der Arme. Er hat das nicht begriffen, wie das funktioniert. Ich war hinabgerissen. Die haben doch probiert, dass er uns nach oben reißt, ne? Wir wissen, dass wir langsam unten kommen auf diese Art und Weise.
Das war jetzt nicht die schnellste Methode, aber sie ist zuverlässig. Langsam nach unten gleiten. In der Zwischenzeit kann man hier ein bisschen Dingens nehmen. In der Luft geht das auch ganz gut. So, nochmal bitte. Dankeschön. Na komm her, ich will hier rein. Er hat doch nie begriffen, wie es funktioniert, aber gut, wir sind auch ein paar Mal gestorben. Muss man auch mal sagen, er hatte nicht so viel Leben wie wir. Also von daher, er ist da verhungert und so. Das ist ja krass, dass ihn niemand gehört hat. Dass ihn niemand vermisst hat, vor allem, ist viel schlimmer die Frage, die Sache. Niemand hat ihn vermisst in der Zwischenzeit. Ah, das war nicht so gedacht, gebe ich zu. Aha. Okay, das hilft mir noch nicht. Ich muss jetzt hier mal runter und dann zur anderen Seite. Vermute ich mal. So, die haben wir uns verdient. Wo ist denn der? Da ist er. Wer ohne uns fahren, weil ich nicht gesehen habe. Okay. Was machen wir in dem Teil, ist die Frage. Ja, komm her. Komm hier runter, ich brauch dich mal. Dankeschön. Hä? Okay. Aber irgendwie habe ich jetzt einen anderen Generator. Was muss ich jetzt hier machen? Auf was muss ich schießen? Erster Energiegenerator an. Ich bin nicht ganz sicher. Ah, so, ich glaube, ich verstehe schon. Ich muss jetzt das Ding wegräumen. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe schon, aber ich muss den da hinbringen. Okay. Ich muss das freischießen. Ich verstehe schon. Okay. Es wird ich schon jetzt ablaufen soll. Dann muss ich einmal schießen und dann komme ich da rein. So funktioniert das auch. So, da haben wir den Weg zumindest frei gemacht, aber wir wollen auch was anderes machen. Wir wollen mal finden, ob man das auch kaputt machen kann. Vielleicht kann man die zweite Tür auch zerstören. Mal gucken. Na, so will ich natürlich nicht schießen, das ist klar. So. War halt Unfall, was da passiert ist. Niemand hat das benutzt. So. Jetzt ist er richtig ausgerichtet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ganz ehrlich, aber. So. Ah, da. Okay, nochmal schießen. Mit beiden Generatoren. Das bringt nichts, ne? Das bringt nichts. Na gut, ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Keine Ahnung. Wozu wir beide Generatoren jetzt aktiviert haben. Was war hier? Ah, aber du hast was gebracht. Cool, na, wenn die mir Munition verbraten. Na, guck mal an. So. Okay. Was haben wir hier? Warehouse. Wahrscheinlich ist das zu. Nope. Ah, da oben ist wieder ein Feind.
Genau, stirb doch weg, Mann. Oh, na. Oh, ich hasse das. Ach, nein, 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 nein. So, geht doch. Na also. Geht doch. So muss das aussehen. Na gut, best gut, gut war es jetzt nicht, aber wir leben noch. Haben noch genügend Ampullen, also. So schlimm war es jetzt auch nicht. Wo will ich jetzt hin? Gute Frage. Da ist eine Tür. Sie ist offen. Nein, die Tür ist zu. Also wir müssen hier mal einen Weg finden. Okay, ich weiß nicht, auf welche Seite wir nehmen müssen. Ich glaube, die könnte falsch sein. Zugangskarte haben wir gefunden. Hm. Warum nicht? Was? Okay. Zugangskarte, wo braucht man denn? Wo braucht man eine Zugangskarte? Ich weiß nicht, wo braucht man denn eine? Hab ich vergessen. Wo braucht man noch keine? Ich weiß nicht. Ich finde keinen Raum ein, wo ich mal nicht sein müssten. Verschlüsselte Nachricht 3-74. Der Konföderationskreuzer Tokugawa nahm am 75. Tag der Herbstsaison im Jahr 2143 Terra-Kalender mit uns Kontakt auf. Sie haben ernsthafte Probleme mit einem Z-Virus, das sie die Pest nennen und das die menschliche DNA-Struktur modifiziert. Verschlüsselte Nachricht 3-75. Die Tokugawa informiert uns, dass sie vor ca. 12 Tagen ein Objekt beobachtet haben. Der Beschreibung nach klingt es wie eine der Amorphen, die uns begegnet sind. Ihre Daten zufolge sah das Objekt aus wie ein gigantischer Tumor mit einem Radius von über 3500 Meilen, der die Energie der örtlichen Sonne einsaugte. Dieser Tumor war wohl die Ursache der Sandstürme in Berg. Verschlüsselte Nachricht 3-81. Der Kontakt mit der Tokugawa ist wegen ständiger Interferenzen, die den Empfang verzerren, abgerissen. Aber wenigstens ist es uns gelungen, ihnen unsere Standortkoordinaten zu ermitteln. Okay. Ah. Gut, jetzt habe ich eine sichere Schlüsselkarte, aber für was? Brauche ich eine Schlüsselkarte? Für welchen Raum? Offenbar brauche ich die nicht hierfür. Wo braucht ihr eine Schlüsselkarte? Habe ich vergessen. Jetzt ernsthaft. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal zurücklaufen. Ermutig. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Ja. Irgendwo muss ich jetzt eine Schlüsselkarte verwenden. Nur wo? Und da ist wieder rüber, dahin, aber wo ging denn das da weiter? Ich hab irgendeine Schlüsselkarte, wo ich eine Schlüsselkarte brauchte, ich weiß es nicht. Ich war nicht so ganz überzeugt davon. Ach, da war die Schlüsselkarte. Jetzt erinnere ich mich wieder beim Teleporter. Ach ja. Meine Güte, ich bin doch ein Held, ey. Gedächtnis wie ein Sieb mittlerweile. Bin alt. Bin auch alt geworden, ey. Meine Güte. Ach Gott, ey. Klar, da brauche ich. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht an diese Tür.
das denn? Ach, da brauche ich natürlich die Tür, ja, klar, ja. The rest. I need to know exactly where he went. Heilig, Jiffried Colony. Rumi has to finish that return module, that thing. What does it do? The module generates radiation that rips through Creed boundaries. It makes a temporary hole in its circumference. Go on. The module lets you get out of Creed. Jiffried's have done that a lot of times already with the crystal key. Aha! Okay. Mal hin und gucken, was wir hier noch haben. Meine, wenn wir beide Räume mal durch so durchlebt haben. Hier haben wir nichts drin, okay. Also sieht das aus, das ist alles, also, und das ist ein Dach heilig. Unser Ding mal benutzen, aktivieren und ab die Post. Na dann, los geht's. In nächste Level. Ja, Rumi hat einen Teleporter gebaut, der Dinge aus dem Creed heraustransportieren könnte. Aber was ist das für ein Kristall, von dem der Techniker sprach? Wahrscheinlich findest du die Antwort hier, in der Jiquid-Kolonie Heilig. Begib dich in die heilige Stadt. Das machen wir entsprechend beim nächsten Mal beginnen wir damit mit Heilig. Interessanter Name, ne? Heilige Stadt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder mit diesem Level hier und dieser Folge. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und denkt auch an die Glocke, falls ihr neue Videos animiert werden wollt. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.